Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. So, nachdem wir hier mit einem gequatscht haben, gehen wir zum Typen da unten. Warte. Warum? Ich wundere, warum das so ruckelt. So. Komm näher, du Schwein. Nichts zu holen. Ja, stimmt, nichts zu holen. Ich glaube mich noch daran zu erinnern, dass hier irgendwo etwas in der Nähe war. Okay. Es war nicht hier. Hier unten sollten Riesenratten sein. Ah, ich weiß wieder, wo es war. So, und hopp. Oh, hopp. Ja. Also, für dich weiß, gibt es keine. Nicht Archäologie. Akrobatik. Okay, hier hinten sollte. Oder war es nicht hier? Moment. Oder zumindest hier hinten irgendwo. Sollte, glaube ich, eine Spitzhacke sein. Feuerkessel? Feuernessel. Feuerkraut. Heilkräuter, okay. So. Muss überlegen. Ich dachte, es wäre hier gewesen. Oh. Ja, genau hier. Oder auch nicht. Hm. Gut, laufen nehmen wir noch mal kurz hier entlang. Ja, hier hört man die ganze Zeit so Geräusche, als würde jemand hier in der Nähe irgendetwas machen. Aber da, direkt, als wären wir darüber. Oder drüber. Aber hier ist nichts aufgegangen. Kein Weg offen, gar nichts. Vielleicht hier etwas übersehen? Dann ist die Spitzhacke nicht von hier. Oh, Goblinbeere. Ich glaube, die sind für irgendetwas wichtig. Ich glaube, irgendwelche Tränke. Oder warte. War es vielleicht hier? Nein. Okay. Ich habe nicht erwartet, dass der, ja, der Weg so tief ist. Verdammt. Mir kommt gerade in den Sinn. Wir müssen wieder alles aufsammeln. Das war hier, Goblinbeere. Die ist, glaube ich, wichtig für irgendetwas. Und ich habe kurz mal nachgeschaut. Ja, Äpfel. Wenn man die isst, kriegt man Stärke dazu. Aber dafür braucht man eine gewisse Menge. Und ich glaube, bei Dunkelpilze war auch irgendetwas. Oh ja, den habe ich noch nicht getötet. Okay. Nichts zu holen. Das war einfach.
Moment. Wie kommt man eigentlich da hoch? Das sieht aus wie ein Turm. Oder sowas. Wie kommt man da hoch? Wir haben weder eine Leiter noch sonst irgendetwas gesehen. Und dass wir die Sachen hier so rumliegen haben lassen. So. Gut. Und hopp. Der hat nichts. Und ein Sprung in die Zukunft? Nee. So. Also. Speichern. Hier. Hey, du. Wegen der Stadtwachen. Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Ich habe hier ein Passierschein für die Stadt. Ja, geben wir den mal weg. Ich habe hier einen Passierschein für die Stadt. Ach so. Ich soll jetzt so tun, als wenn ich ein Bürger der Stadt wäre, oder wie? Jetzt guck mich doch mal an, Junge. Dort glaubt mir doch keine Sau. Ich muss darüber erst nochmal nachdenken. Na schön. Ja. Das Problem ist, ich dachte, das würde wirklich klappen. So. Ich dachte wirklich, damit kommen wir. Ja, die Riesenratten und bam. Da ist nichts zu holen. Ja. Wir haben Rattenfleisch geerntet. Das war's dann auch schon. Leider muss man sagen. So. Dann gehen wir halt hier unten hin. Wir haben hier einen Hammer. Du bist aber. Ein Schürhaken, eine Säge. Was war das? Silberner Ring. Das habe ich gar nicht dann geschaut. Ah, hier. Das kann man nur verkaufen? Okay. Oh, Geldbeutel. Hatte ich nicht angeschaut. Goldbrocken kann man verkaufen. Der Hammer ist keine Waffe. Ich dachte, das wäre eine Waffe. Der Schürhaken ist zu schwach. Gut. Da ich schon mal ja die Folgen aufgenommen hatte, weiß ich zum Beispiel, dass wenn wir hier weitergehen, wir sterben. Ich könnte zwar hier so lang gehen, aber die da unten sind keine Jungen, keine Kleinen, keine... was auch immer. Sondern das sind Ausgewachsene und die sterben nicht so leicht. Und das ist leider ein Problem. Denn wir sterben leicht. So. Gut. Das ist mir letztes Mal nicht aufgefallen. Okay. Hier haben wir ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Butlerfleisch. Also Sklavenbrot wurde zu Butlerfleisch, oder wie? Lauflieder. Was noch? Nichts. Aber hier gibt es immer wieder Dunkelpilze und rostige Schwerter. Die können wir leider nicht verwenden. Nicht verwenden, weil... wir zu schwach sind.
haben hier sonst alles mitgenommen. Tod. Hier ist ein Skelett. Was ist noch? Ich glaube, auf einer Heilpflanze. Ich glaube, hier waren noch andere Sachen. Rostiges Schwert. Das kann man alles verkaufen. Ja, genau. Das Goldstück. Gut, ich will aber nicht zu nah ran. Ich habe die falsche Taste geklickt. Hier haben wir nichts mehr, oder? Nee. Okay. Ich sollte langsam etwas. Ich glaube, Dunkelpilze sind gut. So. Oh, Heilpflanze. Ich gehe da nicht zu nah ran, meine ich. Das Problem ist auch, da drüben sind Blutfliegen, und zwar die großen. Oder die ausgewachsenen, oder wie man die auch nennen will. Und verwechsel ich vielleicht die Spitzhacke mit der Hake, die wir schon gefunden haben. Egal, wir speichern. Ich würde sagen, hier, welches am besten. Ja, die Aufnahme läuft noch gut. Sehr gut. Nichts zu plündern. Ja, das Problem ist, da unten sind auch Wölfe und nicht die kleinen Wölfe. Ich glaube, das wiederhole ich immer wieder. Okay. Ich glaube, es war doch die Hacke hier. Gut, jetzt einmal. Hey, Kantar! Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Das Langschwert. Ich wünschte, ich könnte das hier verwenden. Degen? Seit wann hat der einen Degen? Und eine Nagelkeule. Hat der jeden Tag etwas Neues? Moment, wie viel? Das, was wir anhaben, können wir nicht. Schauen, wie viel der. War der nicht ein bisschen mehr wert? Die Hake. Die Preise. Sind bei allen Händlern die Preise so oder nur gerade bei diesem Geizhals? So, verkaufen wir halt ein paar wertvolle Erinnerungsstücke. Ach ja, wir haben das Zeug gar nicht verkauft. So die Dolche und so. Ein Topf. Ich würde gerne den Degen kaufen. Ohne Hellebarde? Er hat interessante Waffen. Ja, wir brauchen 500. Muss weiter. Ich muss weiter. Von mir aus. Gut, wir haben hier gespeichert.
Wenn nicht, haben wir jetzt gespeichert. Denn hier hatte ich, glaube ich, dann aufgehört bei der anderen Aufnahme. Denn da unten sind Goblins. Die Frage ist, sind das die normalen Goblins oder stärkere? Wenn ich jetzt da runter... Also, wenn ich da runterfalle, überlebe ich es nicht. Kann es vielleicht sein, dass es wegen... ...wegen unserem jetzigen Level ist? Wie sieht es eigentlich aus? Ja, noch 200. Ja, bei der letzten... beim letzten Mal... ...hatte ich 30 Punkte mehr drauf. Weil ich es geschafft hatte, den, ja, von dem Typen den Wolf wegzusnacken. Aber ja. Aber egal, es gibt ja jetzt ein... Was heißt jetzt? Es gibt ja einen anderen Weg. Und zwar unter dem Turm. Da kann ich doch auch mal schauen, wo es hinführt. Bevor ich es vergesse. Ich glaube, ich investiere die Punkte in Einhandwaffen. Ja. Ich glaube, das ist im Moment ratsamer. Er ist der einzige Lehrer hier in der Nähe und wenn ich die Möglichkeit habe, mehr Schaden zu machen, warum nicht? So. Cavalor. Hey, du. Deine Fähigkeit. Ich will deine Fähigkeit. Sicher? Das ist Wissen und zwar hier. Und. So, Dankeschön. Schleichen ist für mich nicht richtig. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber das kriegen wir schon wieder hin. Danke. So, wie sieht's aus? 20%. Ja. Also, wie. Ich bin gerade am Überlegen. Bedeuten die 20% wie im vorherigen Spiel die Prozenttrefferchance oder? Oder was? Denn beim nächsten Level könnten wir es auf 30 hochbringen und dann mit dem kleinen Wolfsmesser könnten wir es auf 33%, also jeder dritte Schlag wäre ein Crit. Ich würde sagen, das wäre gut. So. Ah ja. Gut, bei Heilpflanzen und da unten im Wald, da ist der Slenderman. So, das sieht so aus, als würde es Wölfe geben. Gut. Sehr gut. Hier. Trank. Spruchrolle, Trank. Spruchrolle, Trank. Was noch? Okay, das war's. Gut. Dort unten ist Feuer. Haben wir Feu. Sehr gut. Oh, vielleicht sind es Goblins. Bevor wir weitergehen, speichern. Ich will diese... Sind das junge Wölfe? Oder Wölfe? Gut, denn es hieß, man kann ja. Man könne ja hier hingehen. Okay. So.
Da ist nichts zu holen. Gut, da vorne ist noch einer. Und wir müssen wirklich oft speichern. Und ihr wisst, was passiert, wenn wir sterben, wir müssen neu laden. Da ist nichts zu holen. Oh, Heilkräuter. Was zum Geier ist das? Was zum Geier ist das für ein Lärm? Boah. Das tut ja beim Zuhören weh. Ich sehe aber da vorne keine Goblins. Hier sehe ich Pilze, aber keins davon zum... Moment. Dort ist jemand. Ah ja. Nein! Scheiße. Wo haben wir gespeichert? Hier. Okay. Vielleicht das so tödlich endet, vielleicht besser diese Waffe nehmen. Nichts zu holen. Ich glaube, die Reichweite ist dafür nicht so gut. Dafür ist der Schlag tödlicher. Oh. Dieser Lärm hier. Heilwurzel, Heilkräuter. Oh ja. Wir dürfen nicht vergessen, speichern. So. Dann nehmen wir... Und den Eintopf nicht vergessen. Ja, 20. Könnte gerade sein. Wir sind ja schon fast wieder voll. Perfekt. Hier waren ja keine Pilze. Aber dafür hier ein Wolf. Gut. Da ist nichts zu holen. Und hier haben wir Spinnweben. Und sogar große Spinnweben. Oder Spinnennetz. Egal. So. Wir sollten speichern. Oh, muss der Lärm so... So kann es weitergehen. Nichts zu holen. Sehr gut. Diese Geräusche überall. So, wir müssen speichern und dann... sehen, was der Typ da vorne will. Oder besser gesagt, ob er uns feindlich gesinnt ist. Oder nicht. Ja,
Er scheint auf jeden Fall nicht aufzustehen. Sieht aus wie so ein Sektenspinner. Bist du es? Lester! Tatsächlich! Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Hey, Lester, wie kommst du hierher? Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gorn sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Okay, was ist passiert? Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Gut, ich bin auf dem Wege nach Koronis. Was weißt du über die Stadt? Wie lange steckst du dich schon hier im Tal? Und was weißt du über die Gegend? Zuerst einmal Koronis. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Okay, und wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Okay, du musst Xardas von den Schatten berichten. Und was weißt du über die Gegend? Zuerst einmal das. Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof. Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig, hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Okay. Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter... Okay, dann geh zu Xardas. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Okay. Und was war das? Feuernessel. Gut. Gut. Also. Heilkraut und... Baratten. Ja, ich glaube, so eine Ratte
würde mir gerade gut tun. Ah, verdammt. Was sich da reingebackt hat. Aber das haben wir ja gleich. So. Ach, da. Wäre hier noch jemand. Lederbeutel. Aha. Und dann ein dunkler Pelz. Heilkräuter, da sind ein paar Schädel aufeinander gestapelt. Ja, ich habe vorhin etwas draußen gesehen. Genau. Nichts zu holen. Woher kommt der Waran auf einmal? Okay, aus Sicherheitsgründen wird ein bisschen Sachen gefuttert. Gut. Gespeichert, und wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.